So, liebe Leute, jetzt bin ich in der Garage, habe das Ding zusammengebaut. Jetzt, manchmal hört ihr vielleicht Autos. Ich habe alles in ein PC-Gehäuse gebaut, in ein altes. Das habe ich entsprechend ein bisschen ausgeräumt natürlich. Und alles an die Rückwand geschraubt. Das hat mir viel Arbeit erspart. Hier hinten die beiden PC-Lüfter. Ich brauche zwei, weil die Elemente, die müssen schön gekühlt werden. Also die beiden PC-Lüfter hier, die habe ich einfach mit einem Winkel befestigt. Habe sie untereinander nochmal verbunden. Das gibt so als Lochstreifen zu kaufen, das ist auch kein Problem. Ich habe sie günstig gekriegt. Das sind übrigens 230 Volt Lüfter, da muss man nicht erst wieder mit einem extra Netzteil arbeiten und so weiter. Und die beiden Ozongeneratoren, die sind für 220 Volt steht drauf. Die Chinesen fertigen sowas. Ich habe es aber bei Amazon gekauft, damit ich es schnell geliefert kriege und auch mal zurückgeben kann. Die Chinesen, die haben da noch 220 Volt draufstehen. Das macht nichts, könnt ihr trotzdem verwenden. Gut, den Schaltplan, den kann man eigentlich schon mal sehen hier, die beiden PC-Lüfter. Da sollte man vorher überlegen, in welche Richtung die pusten. Die sollten natürlich hier rüber pusten. Das müsste einfach anschließen, ist egal welche Polung. Ist ja Wechselstrom, ne? Der wechselt ja stets, also ist es egal. Aber die Anlaufrichtung, die ist eingebaut in diesen Dingern, sodass man dann die vorher ausprobieren sollte. Macht's nicht einfach so wie ich, kann auch sein, dass eure andersrum pusten. So, richtig rum einbauen bedeutet also, die müssen über die Platten hinweg pusten können, denn die werden dann doch irgendwann ein bisschen warm. Fasst die Dinger im Betrieb ja nicht an, da ist richtig Hochspannung drauf. Ihr seht es dann im anderen Video, wie die so schön ultraviolett leuchten und dabei eben die Luft umwandeln, den normalen Sauerstoff in O3, also Ozon. Ja gut, mehr muss ich jetzt hier nicht sagen. Wie gesagt, alles parallel geschlossen, auch die Geräte parallel geschlossen. Hier habe ich ein paar Vago-Klemmen genommen, habe sie einfach schnell zusammengeballert. Achtung, da wird jeder Elektriker ein bisschen meckern. Die Drähte, die habe ich hier mal nicht mit Kabelbindern, sondern mit einfachem isolierten Klingeldraht zusammengebunden. Was elektrisch aber ungefährlich ist. Gut, ja, das war's. Ich mache das Ding dann zu und dann habe ich es, ne? Das ist übrigens kein ganz großes PC-Gehäuse, sondern ich glaube, nennt sich MIDI Tower. Die kriegt ihr überall. Ich habe meins von einem Bekannten, der sagt, oh, brauche ich nicht mehr. Habe ich das Ding geschenkt gekriegt. Könnt ihr auch. Zu den Kosten. Wenn ihr die PC-Lüfter günstig kriegt, um die 7 Euro pro Stück, und hier kostet eins um die 27 Euro pro Stück, dann habt ihr aber wirklich, vor allem jetzt gucken hier, das sind dreistufige, also drei Elemente auf einem Gerät. Dann habt ihr aber wirklich Powergeräte, da kommen etliche, ich schätze mal hier, wenn die Angaben stimmen, kann ich hier auf einmal 30 Gramm Ozon pro Stunde. 30 Gramm, ich werde dann mal vielleicht einen Link zum Thema Dichte machen. 30 Gramm Ozon pro Stunde erzeugen. Wozu man das alles braucht, das kann ich noch in dem anderen Video nochmal erzählen, wenn ich den Schaltplan erkläre. Gut, also, dann guckt euch noch das nächste Video an. Da habe ich mal die Garage zugemacht, da sieht man das schön leuchten. Ich wünsche euch was Schönes, tschüss.